Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielen wir mal Minecraft. So, und ich habe gleich mal zwei Sachen zum Ansprechen. Zwei wichtig Sach. Also für mich ist es wichtig, dass ich es anspreche. Und zwar zum einen, ich habe jetzt schon angefangen, das Ganze zu schneiden. Und ich hatte irgendeine Einstellung falsch. Weil mir sind inzwischen in den ersten drei Aufnahmen, die alle am gleichen Tag waren, ich glaube insgesamt 2 Stunden Videomaterial verloren gegangen. Ich hatte das auf der Facecam noch, aber eben nur auf der Facecam. Mir fehlt das Gameplay-Material. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was falsch gelaufen ist. Mein Rechner war Schrott. Ich habe eine neue Festplatte eingebaut. Und seitdem ist diese noch lauter, obwohl es eine Silent-Platte ist. Was ich auch schon sehr kurios finde. Ich würde einfach mal sagen, da das jetzt der Fall ist, einfach schlechthin, was gerade passiert ist, werde ich mir hier noch was überlegen müssen. Wie ich das jetzt Ganze handhaben werde. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich werde das trotzdem veröffentlichen, ist ja gar kein Thema. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das dann schneiden werden soll. Ich hänge gerade echt noch an der dritten Aufnahme von dem Tag, weil ich echt keine Ahnung habe, was ich machen soll. Weil eben allein in dieser einen Aufnahme meine Facecam lief 2,5 Stunden oder so und ich habe irgendwie nur 45 Minuten Gameplay oder so. Was natürlich absolut scheiße ist. Ich kann es mir aber auch nicht erklären, was da los war. Es ist jetzt einfach so, damit werden wir leben müssen. Es ist teilweise wahrscheinlich auch was relativ Cooles passiert. Ich weiß es auch schon nicht mehr. Ich kann nicht zurzeit aufnehmen, wie ich lustig bin, sondern ich muss mich da an bestimmte Zeiten halten, wie es einfach gerade bei mir funktioniert. Das werden auch einige nicht ganz verstehen. Ja, warum YouTube? Ist ja bloß aufnehmen und hast du ja gleich gemacht. Nee, ist nicht so. Ist scheiße viel Arbeit, was in so Videos steckt. Aber das will eben nicht jeder sehen. Man meint bloß, yo, die werden relativ schnell reich und YouTube-Money und bla bla bla. Scheiße labern kann jeder, relativ gut sogar. Das ist einfach so in unserer Gesellschaft. Wir werden, was ist da drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Da ist Steinchen drin, da ist Blättchen drin, da ist mein Rüstungsgedöns drin, da ist Erde drin, hier ist Sugar. Knochen, was ist das da? Feuerstein, Schleimball, Schneeball, 3 Spinnenaugen, Faden. Okay, da ist noch Milch und Wasser. Und hier ist Paper. Ja, dann machen wir das erstmal zu Paper. Das ist relativ. Zack. 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 Oh, da geht noch hier 1, 2, 3. Und Buben. Da haben wir wieder 60 Papers. Und ja.
Was möchte ich bezwecken mit Videos oder mit meinem Video jetzt? Was haben wir heute vor? Wäre jetzt das Nächste. Und zwar, ich habe hier irgendwas gehört und das mag ich nicht. Ja, da unten werde ich auch noch ausbauen, aber ich muss hier auch erstmal noch ausleuchten, richtig. Ich sehe schon, das ist relativ dunkel. Wir werden unsere Farm ausbauen. Das heißt, wir werden jetzt richtig Holz machen. Weil mir geht das ein bisschen auf den Keks, so wie das Ganze abläuft. Wir müssen immer wieder bestimmte Mittel einfach wir müssen bestimmte Mittel einfach jetzt immer wieder warten, bis mir unsere Farm ist einfach schlicht und ergreifend scheiße klein. Und die wird jetzt einfach vergrößert. Wir holzen jetzt hier einfach mal alles ab, was wir haben, und vergrößern uns. Warum vergrößern wir uns? Ganz einfach, ich will jetzt eine separate Farm für unsere Kühe haben. Ich will eine separate Farm für die Hühner haben. Ich will ein separates Gehege für Schweine haben, dass ich da dann leichter tue mit dem Züchten. Das ist eigentlich alles, was ich bezwecke damit. Und ja, da meine Truhen relativ strange und unaufgeräumt und scheiße gerade aktuell hier eigentlich sind, habe ich natürlich auch vor. Wie könnte es anders sein? Ich möchte unbedingt natürlich auch meine schönen Truhen endlich mal unterbringen. Ach Gott, da ist richtig viel Scheiße drin. Der ist richtig groß, mit dem warten wir noch ein bisschen. Und zwar wird ein großes Lager, sage ich jetzt mal, im Keller, wo wirklich, wirklich viele, viele Truhen werden da reinkommen. Eventuell auch beschriftet, eigentlich wäre es sogar sinnvoll, wenn ich die beschrifte. Das wird aber nicht der einzige Ort mit Truhen sein. Da werden halt hauptsächlich Rohstoffe werde ich im Keller lagern. Weil es ist einfach übersichtlicher. Ich werde mir noch, das wäre dann das nächste Bauprojekt. Dazu brauche ich aber dann Diamanten, dass das mal ist. Und zwar ein schönes, geiles Baumhaus basteln. Aber wie gesagt, dazu brauche ich erstmal Dias, weil das soll so zum Verzaubern und so hinkommen. Deswegen machen wir auch sehr viel Papier, dass wir eben einfacher verzaubern können. Wir haben ja jetzt schon mal gut was gefunden, womit wir uns orientieren können. Also was für uns, für diese Karte, die wir jetzt haben, wird auch dann dazu dienen, dass wir uns orientieren können, wenn wir jetzt in unterirdischen Gewölben uns bewegen. Dass wir wissen, auf wann sind wir auf der Höhe von Diamanten, wann sind wir auf der und der Höhe, wann sind wir da und da. Das möchte ich natürlich alles mir natürlich alles erarbeiten. Und ja, deswegen habe ich auch die Karte zum Glück irgendwie fertiggebracht herzustellen. Ich weiß bis jetzt nicht, wie das funktioniert hat, weil aus irgendeinem mir nicht erklärlichen Grund stand nämlich auf der Seite, wo ich geschaut habe, ja, wie kann ich denn hier das und das und das machen, stand nämlich was ganz anderes. Ja, Schaf! Da brauchen wir noch einen Erdblock rein, definitiv, weil das ist Kacke. Und ja, da stand eben was anderes und ja. Ich war also verwundert, dass ich
das schon bauen konnte. Oh, die Sonne geht bald unter, das ist mir aber relativ. Ich, falsche Taste. Zack, zack. Und zwar, ich mache jetzt hier erstmal zu. Die Sonne geht schon wieder unter, was natürlich für uns ein bisschen scheiße ist. Der Zyklus ist relativ kurz gehalten, muss man sagen. Ich habe gar keine Ahnung, ob ich eine Rüstung anhab, falls irgendwas kommen sollte. Ich weiß es echt nicht. Aber wir gehen einfach pennen, weil ich habe schon was gehört. Ich habe da gerade Skelette gehört und böse, böse, böse. Und ich bin natürlich auch wieder der Supermensch. Ich habe nicht aufgepasst, von wo ich Skelette höre. Skelettis. Ich höre sie, aber ich weiß nicht wo. Da ist ein Zombie. Okay. Okay, da war ein Zombie. War aber ein einsamer Zombie, muss man sagen. Weil der hat nicht viele Freunde gehabt. Und natürlich, wir werden hier jetzt nicht nur bauen. Ich habe eigentlich schon vor, dass wir jetzt dann wieder auf Erkundungstour laufen. Aber bevor wir auf Erkundungstour laufen, möchte ich definitiv jetzt erstmal hier noch ein bisschen eben Zäune machen und das Ganze mal ein bisschen trennen und ein bisschen Ordnung auch im Haus schaffen. Mal, willst du mich verarschen? Hier ist doch eine Spinne. Hier ist auch ein Skelett. So, Skeletti. Ja, es ist noch nicht perfekt ausgeleuchtet hier unten. Das muss ich jetzt einfach mal so zugeben. Warum da ein Loch drin ist, weiß ich gar nicht. Habe ich schon vergessen. Da war wahrscheinlich Kies oder sowas drin. Wir werden hier auf jeden Fall jetzt dann ganz brav, wie wir sind, unser Zeug reinschmeißen. Hier kommen jetzt erstmal die Knochen dazu. Was habe ich denn da noch drin? Was sind das? Stickies, oder? Ja, Stickies. So. Ach Gott, das war die Taste. Hier haben wir nicht Setzlinge. Knochen habe ich hier keine drin. Das ist noch da. Das können wir dazugeben. Hier ist ein Apple. Und ein Ei. So, wunderbar. Und hier haben wir dann, glaube ich, die Fäden und die Knochen. Wunderbar.